Zuerst zum digitalen Detox. Der digitale Detox, also darunter versteht man eine Zeitspanne, in der man sich bewusst von digitalen Geräten und Technologien trennt. Das heißt, also bewusst kein Handy benutzt in dieser Zeit oder nicht den Laptop oder die E-Mails checkt. Dann außerdem, also wie bereits erwähnt, keine Nutzung von Smartphone, Tablets, Computer und auch nicht Social Media und andere digitale Plattformen. Das Ziel ist es hierbei, die geistige und emotionales Wohlbefinden wieder zu steigern und wiederherzustellen, indem man digitale Ablenkung auf ein Minimum reduziert. Es sollte dadurch auch ein gesünderes Verhältnis zu Social Media beispielsweise oder zu allgemeinen Technologien gefördert werden. Denn Social Media, wie wir alle wissen, kann uns teilweise negativ, natürlich auch positiv, aber auch teilweise negativ beeinflussen. Und manchmal ist es gut, wenn man vielleicht hier ein gesünderes Verhältnis wieder schafft. Aber warum brauchen wir eigentlich eine digitale Entgiftung? Es ist eine exponentielle Zunahme der übermäßigen Bildschirmzeit. Das liegt natürlich sehr viel auch an Arbeit teilweise, aber nicht nur daran, sondern auch an der zusätzlichen Nutzung der Technik in der Freizeit, nicht nur in der Arbeit. Das kommt zu einer verringerten Interaktion mit dem wirklichen Leben dadurch, eine negative Auswirkung auf die psychische Gesundheit sowie nachlassende Produktivität und Konzentration. Also das ständige Multitasking und ständige Benachrichtigungen schränken unsere Aufmerksamkeit ein, denn egal wo wir sind erreichbar, sei es durch E-Mail, durch das Handy. Und daher haben wir weniger Konzentration und auch weniger effiziente Arbeit, denn viele benutzen das Handy beispielsweise in der Arbeit, da sie eine Benachrichtigung bekommen und dann diese anschauen. Dadurch sind sie abgelenkt und fangen wieder eine andere Tätigkeit beispielsweise an. Außerdem kann es zu einer Störung von zwischenmenschlichen Beziehungen kommen. Das heißt, eine verringerte qualitative Zeit mit den geliebten Menschen. Sei es da, wenn ihr essen geht, jeder noch am Handy ist, Social Media anschaut oder auch Arbeits-E-Mails und nicht abschalten kann. Und einfach die ständige Erreichbarkeit und die ständige Handyzeit oder auch Laptop, Tablet. Und dadurch geht natürlich der Kontakt, also der zwischenmenschliche Kontakt und auch die Beziehungen mehr verloren. Natürlich auch dadurch, dass man ständig im Kontakt ist durch das Handy und vielleicht einfach sich dann nicht die Zeit nimmt, sich persönlich zu treffen. Welche Vorteile bietet nun der digitale Detox? Zum einen die Wiederherstellung des geistigen Wohlbefindens. Es kann zur Entspannung zum Energietanken und zum Stressabbau kommen, außerdem zu einer verbesserten Produktivität, das heißt bessere Konzentrationsfähigkeit durch die reduzierte Ablenkung. Wenn man weniger abgelenkt ist, kann man sich einfach besser konzentrieren und der Fokus liegt wirklich auf der Arbeit beispielsweise oder auf das, was man sich gerade konzentrieren möchte. Zudem eine gesteigerte Kreativität. Das Abschalten von Technologien und digitalen Plattformen schafft Raum für neue Ideen, Inspiration und auch innovatives Denken. Auch eine Wiederbelebung von Beziehungen, das heißt, der persönliche Kontakt gewinnt Vorrang und nicht der Kontakt über das Handy, über das Schreiben, über Social Media beispielsweise. Und das verstärkt und vertieft auch Beziehungen mit Freunden, Familie. Genau. Außerdem bessere Schlafqualität, eine geringere Exposition gegenüber Licht, also dem blauen Licht, was vom Laptop, Handy etc. ausgestrahlt wird. Stimulierende Inhalte fördern einen gesünderen Schlaf. Das heißt einfach, es kann sein, dass die Schlafqualität negativ beeinflusst ist, wenn sehr viel mehr am Handy gesessen wird vor dem Schlafen oder einfach die ständige Stimulation unseres Gehirns mit Online-Sachen kann den Schlaf eben negativ beeinflussen. Daher ist es auch sehr wichtig, vor dem Schlafengehen mindestens eine halbe Stunde nicht in einen Bildschirm zu schauen, um die Schlafqualität zu verbessern. Nun Tipps, wie man einen digitalen Detox besser oder einfacher durchführen kann. Und zwar zum einen klare Ziele setzen, das heißt festlegen mit Zweck und Dauer, wieso will man einen digitalen Detox machen. Also man muss selber natürlich einen Grund haben, dass man motiviert ist, das durchzuziehen und auch die Dauer. Es sollte sich ein Ziel gesetzt werden, was erreicht werden kann. Denn wenn man ein zu hohes Ziel hat, ist es natürlich viel schwieriger, und sich zu motivieren und es auch durchzuhalten. Man sollte Freunde, Familie und Kollegen darüber natürlich informieren, wenn man wirklich eine Woche mal das Handy abschaltet, dass sie sich nicht wundern, wieso dass man nicht erreichbar ist oder sich Sorgen machen. Dann sollte man technikfreie Zonen schaffen, wie zum Beispiel im Schlafzimmer oder auch während Mahlzeiten, beim Essen nicht in das Handy oder in den Fernseher schauen und einfach bewusst beispielsweise essen oder wie gesagt vom Schlafen angehen, nicht einfach am Handy sein oder Fernseh sehen, denn das kann die Schlafqualität verringern. Dann sollte man sich Grenzen festlegen, an denen man sie beispielsweise
keine E-Mails abruft oder auf Social Media ist, also die Bildschirmzeit begrenzen. Und sehr viele Apps gibt es mittlerweile dafür oder auch am Handy Einstellungen. Da kann man für die verschiedenen Apps wie Instagram oder sei es Facebook oder andere Social Media Seiten die Bildschirmzeit begrenzen täglich. Und dann bekommt man auch eine Erinnerung, dass man die Grenze erreicht hat, welche man, also für die man sich entschieden hat. Und dann hilft es einem vielleicht als Erinnerung, dass man jetzt schon so lange am Handy ist oder auf dieser Plattform. Dann sollte man mehr Offline-Aktivitäten ausführen, sei es Hobbys, Sport, Lesen, Zeit in der Natur verbringen oder Freunde treffen. Achtsamkeit üben, wie Meditation, Atemübung oder Yoga, um die Entspannung und auch das Selbstbewusstsein wieder zu fördern, was möglicherweise verloren gegangen ist. Und man sollte Tools verwenden, welche die Ablenkung einschränken, wie ich bereits erwähnt habe. Also es gibt sehr viele Tools, mit denen man die Bildschirmzeit überwachen kann. Und sei es, wenn man sich nur einen Wecker stellt. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt eine Stunde Freizeit, ich würde gern Social Media checken, dann stellt man sich einen Stundentimer und dann danach hört man auch auf, also im Bildschirm zu schauen, beispielsweise.